Ja, willkommen. Mein Name ist AnimalP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge haben wir den letzten Schmelztiegel abgeschlossen mit Zaveit, welcher nicht schwer war, sondern einfach nur nervig. Und ja, seitdem habe ich Zaveit mal ein bisschen umgekrempelt, und zwar habe ich jetzt ihm alles Sachen gegeben, was seine Windangriffskraft erhöht. Ich glaube, das macht das einen Unterschied. Angriffskraft hat es irgendwie nicht so gebracht. Irgendwie ist Angriffskraft, also ganz normale Angriffskraft, irgendwie gar nichts mehr wert in diesem Spiel. Deswegen, ja. Auch egal. Wir machen uns auf zum Schmelztiegel Nummer 5. Bin ich da schon reingegangen? Warte mal. Der erste war Agni, dann kam Sophie, dann kam der eine Drache. Juna irgendjemand. Dann kam Jade, dann kam Quetzalcoatl, okay, genau. Ich dachte schon, habe ich irgendwie einen schon so reingeguckt oder so? Nee. Wollte ich erst. Um zu gucken, ob ich irgendwelche gute Sachen bekomme, so von den Gegnern. Aber das habe ich mit dem, ich glaube mit dem fünften hier mal versucht und das hat es nicht so gemacht. Deswegen machen wir jetzt weiter. Ohne uns irgendwelche Gegenstände zu farmen. So. Teleportationstoren, also Ehre der Götter. So, wenn wir es untersuchen, was hättest du hier sowieso getan, oder? So. Wir haben noch zwei von diesen Dingern hier offen. Und ich habe mal bei den Cuts Corner das Rezept wieder genommen, wo wir mehr Erfahrungspunkte kriegen. Also falls wir wieder am Boss kommen, also es wird auf jeden Fall ein Boss kommen, nehme ich mal sehr stark an. Dann werden wir auf jeden Fall noch massig Erfahrungspunkte kriegen, weil wir tun locker mehr als 10.000 Schaden abziehen, ne? Mein Gott, bist du schnell! Level 130. Ich steuere schon wieder an, Dingens. Wir kriegen trotzdem noch eine Menge Schaden. Guck ich den Schaden an, ey. Was ist los mit der Kamera? Alter, was ist mit der Kamera hier los? Jellas, Frank! Ich erinnere mich. Okay, das sind jetzt nicht mehr so schwer. Er zur Boss war, glaube ich, Level 149, ne? Das war wieder verschwendet. Nicht mal was. Ihr könnt mich doch mal. Das ist alles für 109 Erfahrungspunkte. Also da ist der Aragami DLC-Trick schon besser. Schmeichelnde Montur. Ach ja, da habe ich auch mal gegoogelt und das ist, glaube ich, der letzte Dreck. Da ist, glaube ich, nur um die Effekte irgendwie zu bekommen. Und ja, diese Sachen sind irgendwie der größte Scheiß, was ich gelesen habe. Was ich herausgefunden habe und ja. Deswegen so viel dazu. Bin ich kacke. Was? Oh mein Gott, wie viele Gegner sind hier? Wenn ich da eine gefährliche Begegnung ausgetriggert hätte, ne? So, ich nehme mal an, der nächste Boss wird jetzt nicht so schwer sein, aber ich mache den wahrscheinlich wieder keinen Schaden, ne? So ein Trend irgendwie bei den Bossen, habe ich das Gefühl. Schatten. Ein Geist der Dunkelheit. Oder durch sich am besten für dämmerige Orte, was? Ich habe ja mal so einen Drachen bekommen, ne? Kann ich auch mal benutzen. Schatten und Drachen. Wo ist der Drache? Ich von Eisen bekommen habe.
Da, Drachenbaby. Wo war er denn jetzt? Das haben wir umgedreht. Hier haben wir Drachenbaby, das von, glaube ich, Vesperia, glaube ich. Hier haben wir Schatten. Ach, Shadow. Mein Gott. Er hat nicht übersetzen können. Shadow ist der. Ja, wie nennt man die? Wie nennt man diese Beschwörgeister nochmal? Jedenfalls hier der Herr der Dunkelheit, den man rufen kann. Beschwörung. Der ist jetzt vorhin ja. Ich glaube in einigen anderen auch noch. Aber ich kenne ihn nur aus Symphonia. Aber das ist jetzt egal. Wir müssen uns erstmal um den nächsten Boss kümmern. Uns auch nicht eine AP-Kugel abholen. Der letzte Gegner war Querzakorto. Und der war, oder die war Level 149. Könnte schon sein, dass das heute die letzte Aufnahmesession ist, wenn ich stark genug bin. Also mal gucken. Geht weg. Hier haben wir keine Erfahrungspunkte. Es gibt irgendwie gar keinen Grund, gegen euch zu kämpfen. Scheint irgendwie halt gesamtes Spiel nur irgendwie so irgendwas mit 100 Erfahrungspunkten zu bekommen. Das klingt mir irgendwie nicht so logisch. Weil am Anfang des Spiels habe ich nur so wenig Erfahrungspunkte bekommen. Jetzt bekomme ich immer noch so wenig Erfahrungspunkte. Das kann aber irgendwie nicht sein. Und da mal irgendwie einen Level-Up-Trick irgendwie zu finden. Was ich auch gegoogelt habe. Da ist es immer, ja, das Spiel durchspielen und dann irgendwie so im Galt-Shop irgendwie so Sachen freischalten. Also XP-Bonus und so, ja super. Das bringt mir natürlich sehr viel im ersten Spieldurchlauf. Auch wieder so ein Ding. Quetschring. Jetzt, wenn wir da wenigstens geile Sachen bekommen würden bei den Schatztruhen und so, ne? Also, in irgendwelchen Ecken muss ich hier irgendwo stärker werden. Kann nicht sein. Gehst du weg? Warum seid ihr so schnell? Aber ich hab den verdammten Dings noch an, ne? Mit dem ich schneller rennen kann, oder? Die können mich trotzdem nur ein, oder? Darf das nicht wahr sein? Na gut. Schwierigkeit gerade, muss ich nochmal gucken. Schwer, gut. So, wer oder was ist denn jetzt der nächste Gegner? So, was bist du denn? Ein zweiköpfiger Hund. Gegen so einen schon gekämpft. Doppelblock. Ich bin immer noch Dings am Steuern. 158. Was ist das? Die können ja sprechen. Sie sagen, keiner von uns ist ein guter Junge. Es ist nur ein gemeiner Trick, den dein Verstand mit dir spielt. Sag ihnen, dass sie klug und kreativ sind und... Oh, warte mal, das war nur ein Scherz. Das war nur ein Scherz, oder? Widerstand gegen... Ich brauche Feuer. Nee, Feuer brauche ich nicht. Auch Wasser. Ja, Wasser tut gut. Perfekt. Also ich kann den hier machen. Mein Gott, macht Zerweht dann nach vorne. Oh, ich habe 10.000 AP, sehe ich gerade. Was ist das? Ist doch gut, wenn ich gegen wasserempfindliche Gegner kämpfen kann und einfach nur den hier machen kann. Will wieder ein kurzer Part, hab ich das Gefühl. Frank,
Mit extrem kurzer Part. Können halt Aragami DLC noch machen, aber irgendwie lohnt sich das nicht. Ich habe nichts bekommen, irgendwie wurde nichts Besonderes gesagt am Ende, also war es jetzt nicht so wert. Wer hat da echt nichts verpasst? Ach, du machst die ganze Zeit diese Geräusche. Wollte schon sagen, was stimmt die ganze Zeit nicht mit Zawelt? Ata, ata. Und du sagst die ganze Zeit so ata, ata. Wow. Warum macht das so Geräusche? Naja. Mal den hier. Ata. Die kloppen sich irgendwie die Beinköpfe. Habe ich für die englische Synchro davon ist. Ata, ata. Ich wüsste, was das bedeutet, was die sagen. Ich hätte irgendwie das Gefühl, du hast jemanden gerufen. Beim 60% Erfahrungspunkte kriege ich jetzt auch noch, ne? So, nicht Level ab. Das ist ein einfacher Boss bis jetzt. Wie heißt er nochmal? Doppelblock. Warum? Ja, einfach nur vor weiten abschießen. Das sind die besten Bosse. Sogar der Regen. Der hat Regeneration eingesetzt, der Pisser. Sag nicht, ich muss eine Sanduhr oder irgendwie sowas einsetzen. Ich so das Gefühl. Oh, du Pisser. Hör auf damit. Macht der das jetzt echt? Hey, hör auf damit. Ey, was zum... Das ist ein bisschen zu viel Regeneration, was du ja gerade gemacht hast. Ey, das gibt's doch nicht. Geht der mir hier nur auf den Nerven? Hey! Was soll ich dagegen machen? So, und ihr könnt euch mal entscheiden, ob ihr die ganze Zeit verbunden bleiben wollt oder nicht. Ob in seine Verteidigung geht irgendwie runter, oder? Ey, da hält sich schon wieder! Ey, kannst du mal damit aufhören? Wie unfair ist das denn schon wieder? Du hast irgendwann mal damit auf. Ich glaube aber, der bekommt jetzt mehr Schaden, oder? Kann nicht sein. So, wie erstmal den hier mal machen.
Ich dachte, du hast viel weniger AP. Gegner, die sich heilen, das ist ja sehr geil. So, nochmal. Ich sollte mich hier verarscht. Nein! Oh, komm. Boah. 13.000 Erfahrungspunkte. Was? Und noch eine AP-Pool ausgezeichnet. Das war, du bist klüger als ich, ne? Aber ich habe Sanduhren. Ah, schön. Ja, niemand hat ein Ding jetzt aufgelevelt. Okay, haben sie aber. Gut. Dann. Oh mein Gott. War das hier? Weiß ich nicht. Ah, schon immer hier so dunkel. Das ist meine ernste Frage. War schon immer hier so dunkel? Da bilde ich mir halt jetzt hier nur ein. Okay, jedenfalls. Wir haben wieder einen Boss geschafft. Sehr gut. So, wenn du dich jetzt von mir entfernen würdest, ne? Boah. Wäre sehr gut. Dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge wieder. Wenn wir den letzten erledigen. Den letzten Boss, der uns gegenübersteht. Ja, okay. Dann bedanke ich mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.